Heute gehen wir miteinander auf die Post, oder besser gesagt, in die Post. Liebe Theaterfreunde, ganz herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Stück der Woche. Heute habe ich euch eine neue, rasante Komödie mitgebracht, und zwar schauen wir uns miteinander an Ab die Post von Beat Schlatter und dem Christoph Fehlmann. Die beiden sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit dem Stück unterwegs gewesen, auf Schweizer Tournee. Und jetzt gibt es die Komödie auch für euch als Amateurbühne zum Spielen, natürlich erhältlich im Bräuninger Verlag. Bei Ab die Post geht es, wie es der Name schon sagt, um eine Poststelle und um die zwei Pöstler, die dort arbeiten, um den Gary und um den Röbi. Leider sehen die Umsatzzahlen alles andere wie rosig aus. Sie haben das Messer am Hals, es droht die Schliessung dieser Postfiliale und darum müssen sie sich etwas Spezielles überlegen. Und die Idee, die sie haben, das ist Post bei den Leuten. Sie übernehmen für die Bevölkerung ganz alltägliche Sachen, wie zum Beispiel Hemden bügeln, ein Töffli reparieren oder auch Hausaufgaben erledigen. Es ist aber nur ein Vorwand, um die Leute heimlich beobachten und so den einen oder anderen Sozialhilfebetrüger den Behörden zu melden. Die Geschäfte laufen endlich wieder gut, aber die beiden kommen durch immer wieder neue Probleme immer tiefer in kriminelle Verwicklungen hinein. Lässt eine Journalistin den ganzen Schwindel auffliegen? Und was macht eigentlich eine ugandische Putzkraft in der Poststelle? Das alles findet ihr raus bei Ab die Post. Das Stück ist eine sehr abwechslungsreiche, rasante Komödie mit sehr, sehr viel Situationskomik. Das Stück ist für ein kleineres Ensemble, es sind nämlich 5 Rollen, wobei die beiden Hauptrollen doch sehr viel Bühnenpräsenz haben. Es gibt aber auch noch Postbesuche, die man entweder mit dem Ensemble besetzen kann oder noch weitere Personen mit dazunehmen. Ich durfte das Stück selber schauen im Hechtplatztheater und man ist als Zuschauer wirklich von der ersten Minute an mit dabei. Man leidet mit diesen beiden Postmitarbeitern. Man ist überrascht, was sie sich immer wieder Neues einfallen lassen und das zieht sich durch bis zum überraschenden Schluss. Was ganz speziell ist, das ist das Bühnenbild und entsprechend auch die Ausstattung. Man ist nämlich am Schalter der Post bzw. im Inneren von dem Schalter und so etwas habe ich bislang noch nicht auf einer Theaterbühne gesehen. Also wenn ihr ein kleines Ensemble seid, wenn ihr gerne Situationskomik kennt und vor allem, wenn ihr euch beim Bühnenbild so richtig austoben wollt, dann kann ich euch Ab die Post nur empfehlen. Den Link zum Stück den findet ihr wie immer hier im Post. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Lesen und natürlich auch beim Stück aussuchen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.